Steaks satt. Doch worauf muss man achten? Und von welchem Rind kommen überhaupt die besten Steaks? Olaf Dogstedt, Szenekoch aus Hamburg, berät für uns die besten Steaks der Welt. Feinstes Fleisch, und diese Herren dürfen es probieren. Wolfgang Otto, Deutschlands erster Fleischsommelier und Kochbuchautor. Stefan Weidisch, Grillspezialist und Fleischfan, bekannt aus Kabel 1 sucht den Grillmeister. Um diese Herren zu beeindrucken, muss Ole beste Steaks einkaufen. Der Hamburger macht sich auf den Weg in einen Münchner Gourmet-Supermarkt, wo normalerweise Spitzengastronomen einkaufen. Ich will hier die perfekten Steaks finden. Ich stelle mir ein Charolais vor. Das ist ein französisches Rind, relativ fettarm, aber ganz höchster Qualität. Ein Angus fände ich nicht schlecht. Das klassische argentinische Angusfleisch, das ist schön marmoriert, fettdurchzogen. Ja, und vielleicht noch ein Stück Biofilet. Ne? Zwischen den Fleischsorten gibt es gewaltige Unterschiede. Rasse und Herkunft entscheiden maßgeblich über den Geschmack eines Steaks. Hier haben wir ein argentinisches Entrecote, ein herrliches Angus oder Angus. Das ist das ganz klassische Ami-Steak. Der Amerikaner liebt dieses Angus. Als Gegenspieler wählt Ole ein europäisches Spitzenprodukt. Das Charolais ist das Edelsteak des Europäers. Ganz feine Sache. Jedes Restaurant in Europa, was auf sich hält und ein europäisches Steak auf der Karte haben will, hat das Charolais. Doch natürlich will Ole den Testern auch ein Öko-Steak nicht vorenthalten. Oh, da haben wir ja auch das Biofilet. Ein Öko-Ochse vom Aubrac-Rind. Und so ein Ochse ist ja kastriert und hat also nicht mehr den Drang, wie ihn Stiere haben. Und somit kann er seine gesamte Energie ins Fleisch stecken, ins Wachstum. Und das werden wir schmecken. Aubrac ist eine alte und fettreiche Rasse, die gerne in der biologischen Landwirtschaft gezüchtet wird. Jetzt braucht Ole nur noch einige Zutaten. Schwer bepackt. Jetzt geht's an die Kasse und dann an die Pfanne. Doch Ole war nicht nur im Gourmet-Geschäft. In einem Supermarkt um die Ecke hat er zwei handelsübliche Hüftsteaks gekauft. Aus dem Internet kommen zwei Rumpsteaks vom irischen Hereford Rind. Es treten an das Bio-Aubrac aus Deutschland, ein Charolais aus Frankreich, ein Angus aus Argentinien, ein Hereford Rind aus Irland und ein Supermarktsteak wahrscheinlich vom Fluss. Das Aubrac-Rind produziert bio-fettreiches Fleisch. Dieses Biofilet ist mit 62 Euro pro Kilo unser teuerstes Steak. So, jetzt fangen wir an mit dem Biofilet. Dann gucken wir uns den Anschnitt an. Hier sieht man so ein bisschen Marmorierung. Ne? Und jetzt werde ich das Fleisch binden, damit es mir nicht so sehr aus der Form fällt. Ganz F zusammengebunden. Dass es ein bisschen in die Höhe kommt. Das sind bestimmt 200 Gramm. Ole salzt das Fleisch vor dem Braten mit Meersalz. Da fließt kein Bach an Fleischwasser raus, nur weil ich 5 Minuten vorher mein Fleisch würze. Dann brät er das Filet von allen Seiten scharf an. Eine Gelegenheit für Ole, mit alten Kochmythen aufzuräumen. Jetzt brate ich das hier auch noch mal ein, dann haben wir noch ein paar Röststoffe dran. Im Prinzip macht man das Anbraten ja wirklich nur, damit man diese Röststoffe hat, damit man einen guten Geschmack hat. Das hat nichts mit Poren schließen zu tun oder sowas. Fleisch hat keine Poren, Fleisch hat Fasern. So, aber es gibt halt Geschmack, ne? Röstaromen haben Geschmack. Danach lässt Ole das Filet etwa eine Viertelstunde in schwach köchelnder Gemüsebrühe ziehen. Ein einfacher Test zeigt, ob das Filet gut ist. Es ist sehr elastisch, es ist in der Mitte noch roh. Also ist es so. Wenn ich es ein bisschen fester zudrücke, kann man feststellen, dass es etwas mehr Spannung hat. Und dann ist es Medium. Und wenn es so ganz fest ist, dann ist es durch und tot, doppelt getötet. Wichtig, wenn das Fleisch gut ist, darf es nicht gleich auf den Teller, sondern muss kurz ruhen. Der warme Ort ist ja so neben dem Herd. Da kann es jetzt noch mal so ein paar Minuten ruhen. Und dann schneiden wir es auf. Wenn wir es gleich aufschneiden würden, würde der Fleischsaft sofort rauslaufen. Das muss ich erst mal ein bisschen setzen und entspannen, das Fleisch. Die unerbittliche Jury tritt zum ersten Test an. Nun kann das Filet geschnitten werden.
Ole verfeinert es mit etwas frischem Meerrettich. Dann stellt sich das Bio-Obrack der Jury. Falls die Herrschaften nachwürzen möchten. Herzlichen Dank. Die Jury hat keine Ahnung, um welches Fleisch es sich handelt. Sie kennt lediglich die Zubereitungsmethode. Klar, es ist zart, überhaupt keine Frage. Ist auch super gegart, also auch vom Garpunkt würde ich auch sagen. Aber für mich ist die Struktur, ist es, von der Faser her ist es, ich glaube, es ist nicht so eine Top-Qualität, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ist es eine kleine Enttäuschung auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, also man sieht es auch im Teller normal, wenn ich ein gutes, saftiges Steak anschneide, ja, dann habe ich einfach hier so ein Fleischsaft. Ja, ein See aus Fleischsaft, ja, in so einem Teller. Man sieht es auch im Fleisch, es ist einfach sehr trocken. Ja. Und gerade bei der Zubereitungsmethode dürfte das eigentlich überhaupt nicht passieren. Hier sollte eigentlich der Saft nur so spritzen, wenn man reinschneidet. Ja. Und das ist dann doch ein bisschen enttäuschend. Ja. Das ist auch die Erfahrung, die wir Köche ja oft machen, dass beim Biofleisch wirklich die Qualitätsschwankungen da sind. Als nächstes knüpft sich Ole das französische Charolais vor. Ein fettarmes Rind, von dem wir das Rostbeef nehmen. Das Kilo kostet weniger als die Hälfte des Biofilets. Das garen wir im Sous-Vide-Bad. Im Sous-Vide-Bad, das ist eine relativ neue oder neu praktizierte Garmethode, eine Niedrigtemperatur-Garmethode. Die Methode kommt aus der Molekularküche. Lege ich das da rein, verschließen und auf Vakuum drücken. Da zieht es die Luft raus und schweißen. Das vakuumverpackte Steak wandert in ein heißes Wasserbad, dessen Temperatur man aufs Grad genau kontrollieren kann. Solche Geräte gab es früher nur als Zubehör für naturwissenschaftliche Labore. Inzwischen haben die Hersteller die Marktlücke erkannt und es gibt die ersten Geräte auch für den privaten Küchengebrauch. Auf die Sekunde genau kann damit der perfekte Garpunkt bestimmt werden. Eine europäische Hightech-Garmethode, die sicherlich gewöhnungsbedürftig ist. Das sieht jetzt erstmal sehr hässlich aus, dieses Fleisch, weil es nicht angebraten ist. Das ist herrlich angebraten. Wie immer die Aromaten dazu. Und jetzt machen wir hier nochmal einen kleinen Schlag Butter rein. Dann kriegt das Fleisch nochmal einen leckeren Buttergeschmack. Der darf zum Schluss rein erst, weil die Butter sonst verbrennt. Weil dann schmeckt sie mehr. So. Sehr schön. Die Jury freut sich. Wieder weiß keiner der beiden, welches Steak es diesmal gibt. Hier wieder Pfeffersalz. Und den der möchte, gepfeffert habe ich es gar nicht. Okay. Sehr gut. Bitte schön. Vielen Dank. Zwei Steaks, die Herren. Perfekt, danke schön. Und die zwei, die wir getestet haben, weiß ich schon, wer mein Favorit ist. Aber geschmacklich eine ganz andere Welt als das vorherige. Also ich möchte behaupten, dass es nicht aus dem südamerikanischen Raum kommt, also nicht brasilianisch oder argentinisches Rindfleisch ist, weil hier doch meistens eine viel, viel stärkere Marmorierung vorhanden ist und auch noch ein bisschen anderer Geschmack. Schwierig, ich muss noch mal probieren. Das, was man ganz klar sagen kann, ist es, dass es, glaube ich, kein südamerikanisches Produkt ist. Weil diese, von der Fleischnote her, also es hat einen klaren, sauberen, reinen Geschmack. Hier habt ihr jetzt schon sehr, sehr richtig getippt. Es ist ein europäisches Rind und zwar ein Charolais, auch ein sehr fettarmes Rind, habt ihr auch richtig getippt. Nun kommt das typische amerikanische Steak, fettreiches Entrecote vom argentinischen Angus. Mit 20 Euro das bisher preiswerteste Fleisch. Das werde ich jetzt einfach nur mit ein bisschen Öl bepinseln. Der Amerikaner nennt das Entrecote Ribeye Steak. Das Angus Rind wächst sehr schnell, hat extrem kurze Beine. Das Fleisch ist von Fett durchzogen. Wie in Nord- und Südamerika üblich, haut Ole die Steaks auf den Grill. So, und jetzt heißt es warten. Bier aufmachen, warten, bis das Fleisch fertig ist. So, was ich jetzt mache, ist, dass ich das Fleisch
hier reinlege und darin weiter ruhen lasse. Fleisch, Sommelier Wolfgang und Grillfan Stefan sind gespannt, welches Steak sie nun vorgesetzt bekommen. So, die Herren. Ein wintergegrilltes Steak. So, dann schauen wir mal. Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Das ist mein persönliches Favorite. Argentinisches Ribeye-Steak, da gibt es keinen Zweifel. Ja. Ja, das vorherige Charolais war besser. Meine persönliche Meinung. Der Schöne ist, Geschmäcker sind verschieden. Mir schmeckt deutlich besser noch als das Charolais von vorher. Mein Geschmack trifft es einfach. Du hast immer diesen etwas metallischen Geschmack im Hintergrund. Hast du immer beim Argentinien oder Südamerika. Ja, so, genau. Südamerika, brasilianisch, genau. Ähnlich, ja. Und ich sag mal, das hat einfach was mit der Reifung zu tun und mit dem Transport. Ja, man muss bedenken, die kommen per Container, per Schiff. Die werden drüben geschlachtet, dem wird eigentlich keine Reifezeit gegeben, dann reift das Produkt während des Transportes. Aber das ist jetzt kein negativer Geschmack. Nee, nee. Der eine mag's, der andere nicht. Als viertes tritt das Internetsteak an, ein Rumpsteak vom irischen Hereford. Es ist fettreich und kostet stolze 42 Euro pro Kilo. Die Besonderheit, das Fleisch ist am Knochen gereift. Abgehangenes Fleisch gibt es ja heutzutage kaum noch. Das sind ein paar einzelne, wenige, verrückte, produktverliebte Züchter, die noch einen ganz, ganz kleinen Anteil dieses Fleisches wirklich abhängen, also wirklich am Knochen reifen lassen. Das Fleisch kommt tiefgefroren per Post. Am besten lässt man es im Kühlschrank auftauen. Ohne Brett ist ganz klassisch in der Pfanne an. Wir lassen ja den Fettstreifen dran. Man sieht, es zieht sich so ein bisschen zusammen. Das liegt daran, dass die Sehne sich so ein bisschen zusammenzieht und das Fett natürlich auch ausbackt. Ne? Danach verbringen die Steaks etwa eine Viertelstunde bei 140 Grad im Backofen. Wir testen. Perfekt. Jetzt ist noch ein bisschen Rut, wenn er mal nachgebraten wird. Perfekt. Auch ein neues. Ja, auch ein neues. Weil die Steaks 3 Minuten geruht haben, brät Ole sie noch mal kurz an, damit sie auch schön heiß auf den Teller kommen. So, Steak Nummer 4. Eine Offenbarung. Ein Traum in Fleisch. Wunderbar. Geschmacklich ein ganz sauberer, klarer Geschmack. Also ohne irgendwelche Restgeschmäcker im Hintergrund zu haben. Ja. Man sieht es ja auch wunderschön, wenn man hier so drauf drückt, sieht man, wie der Fleischsaft hier austritt. Wir haben auch, wenn uns Fleisch zurückgeht. Das ist wunderbar, natürlich auch im Gaumen dann dieser Saft, das ist ein Traum. Also wenn ich mir dieses Fleisch so anschaue, das wäre natürlich ganz klar die Nummer 1 bei mir auf dem Grill. Nur vermute ich hier jetzt einen etwas höheren Preis, als der Durchschnittsbürger vielleicht zu zahlen bereit wäre. Und deshalb wird es wahrscheinlich doch etwas ganz Besonderes und etwas Exklusives auch für mich bleiben. Auf zum letzten Stück Fleisch, das Supermarktsteak. Es kommt vom heimischen Rind. Es handelt sich um bewährte Qualität, in Schutzatmosphäre verpackt. Mit 17 Euro pro Kilo ist es kein Billigsteak. Trotzdem fällt Odo sofort etwas Gravierendes auf. Das Fleisch ist längs der Faser geschnitten. Man sieht auch, wie es hier geschnitten ist. Das ist hier oben ganz dünn, das wird furztrocken werden. Hier drin, entweder lasse ich es da noch ein bisschen roh, damit der Rand ein bisschen rosa ist, ich weiß es noch nicht. Und hier, auch wie hier das ausgelöst wurde, nicht? Man hat hier wirklich kein, das ist irgendwas. Also das ist wirklich von der, das Fleisch mag vielleicht gar nicht das Allerschlechteste sein, aber die Schnittvariante ist ein Graus. Also normalerweise müsste man das zurückgeben. Trotzdem gibt sich Ole größte Mühe, die Jury zu beeindrucken. Auf ein neues! Sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt. Bin ich gespannt. Zum Schluss immer das Beste. Ja, hoffentlich. Also entweder hat der Metzger sich verschnitten, ja, aber das ist so ein kleiner Lappen, der hier dran hängt. Recht ungewöhnlich für ein Steak. Komm auch schon fast nicht in der Gabel rein. Jetzt wollte er uns ärgern. Boah. Ganz am Anfang hätte ich gesagt, der Hunger treibt's rein. Es ist einfach zu trocken, es ist total zäh, es hängt zwischen den Zähnen. Ja? Normalerweise müssten Zahnstocher dazu gegeben werden. Und es ist einfach scheiße zugeschnitten. Tut mir leid.
Also ich denke auch, man sieht sie ganz deutlich, es ist längs der Faser geschnitten. Man sieht die langen Fasern, ja. Die hier verlaufen, das ist definitiv falsch. Man muss immer quer zur Faser schneiden. Ist, wie du sagst, geschmacklich durchaus brauchbar. Ja. Kann man gar nicht so großartig schlecht reden, aber tut mir leid. Mit der Faser geschnittenes Fleisch wird zäh, egal welche Qualität es hat. Schade, da helfen nur noch Zahnstocher. Sieger im Steak-Marathon, das Irish Effort Rumpsteak. Fettreich und gut abgehangen.